Hallo, ich habe kürzlich zwei Videos aufgenommen zur Eskalation, zu einer möglichen Eskalation der Staatsschuldenkrise in den USA, in Italien. Es gibt also Anzeichen dafür, die Zinssätze steigen relativ stark an, nachdem sie jetzt einige Monate recht konstant war. Es gibt also hier die Möglichkeit, dass die Schuldenkrise durchaus in der nächsten Zeit eskalieren könnte. Auf diese Gefahr, das ist nur eine Möglichkeit, es muss nicht sicher passieren, aber habe ich hingewiesen und da kam einmal nach dem ersten Video, das zweite ist erst ganz kurz online, jede Menge Fragen. Und was mache ich jetzt, wenn ich mit so einer Krise rechne? Wie stelle ich mich finanziell auf? Wäre jetzt nicht ein guter Zeitpunkt, um jede Menge Cash zu halten, um dann während der Krise, wahrscheinlich schielt man da auf das Szenario von 2008, 2009, sehr billig zukaufen zu können. Und genau darum, um diese Fragen soll es in dem Video gehen. Was mache ich jetzt ganz konkret? Wie bin ich konkret aufgestellt, wenn ich mit so einer Krise rechne? Ich möchte also im ersten Schritt noch einmal ganz kurz skizzieren, was ich da möglicherweise erwarte und im zweiten dann, wie man sich aufstellen kann oder welche Probleme es dabei gibt, jede Menge Cash vorzuhalten, um dann billig einzukaufen. Da kann man nämlich einiges falsch machen. Ja, das muss einem bewusst sein, dennoch ist die Strategie nicht schlecht. Ja, darum wird es in dem Video gehen. Also ich bin einfach davon ausgegangen, wenn ich mir ansehe, dass viele Länder, also unter anderem Italien und die USA, habe ich mir in den letzten zwei Videos genauer angesehen, aber es trifft auf sehr viele andere Euro-Staaten zum Beispiel auch zu, dann sind die Staatsschulden, die 2019 schon wesentlich höher waren bei den allermeisten Ländern, als sie das 2007-2008 waren, während der Corona-Phase nochmal kräftig angestiegen. 2022, 2023 fangen die Staaten an, ihre Budgetdefizite wieder zu reduzieren, aber die aktuellen Defizite sind noch immer deutlich höher als 2019. Das heißt, wir machen aktuell mehr Neuschulden als 2019. Der Schuldenrucksack ist größer und jetzt lässt sich zunehmend beobachten, vor allem in den letzten 2 Wochen hat sich da nochmal was getan. Ich bin eben in den letzten Videos darauf eingegangen. Jetzt steigen auch noch die Zinsen zumindest merkbar einmal an. Und dieses könnte eine Kombination ergeben, also das ist genau dieselbe Situation, wo man vor der Eskalation der Eurokrise 2009, 2010 gestanden ist. Da gibt es große Parallelen und ich stelle mich einmal darauf ein, dass wir mit einer neuen Währungskrise im Eurosystem zu rechnen haben. Ich habe allerdings auch dazu gesagt, in der Vergangenheit, wenn ich meine eigenen Prognosen kritisch betrachte, dann war ich relativ gut darin, 2 und 2 zusammenzuzählen, auch gegen den Mainstream, und zu Ergebnissen zu kommen, die sich nachher auch bewahrheitet haben. Ich war aber immer relativ schlecht darin, wenn ich versucht habe, konkrete Zeitabschätzungen zu machen. Also ob diese Eskalation in 3 Monaten kommt oder erst in 18 Monaten, da traue ich mich echt nichts dazu sagen. Und dementsprechend ist es auch immer gut, wenn man praktisch eine Strategie hat, zu wissen, was man nicht weiß. Ja, ich muss also für mich persönlich eine Strategie finden, die sehr wohl aufgehen würde, wenn diese Eskalation der Staatsschuldenkrise in 3 Monaten kommt. Meine Strategie muss aber auch dann erfolgen sein, wenn das erst in 2 Jahren passiert. Ich glaube nur schon anhand der Zahlen sehen zu können, ja, dass ich jetzt nicht von irgendetwas spreche, ja, wo wir über 2030, ja, oder danach sprechen, sondern die Lücken, die hier klaffen und die zusätzlichen Kosten, die die Zinserhöhungen, ja, den Staaten verursachen, ja, die eskalieren schon. Denke ich deutlich früher. Ja. Also das wird nicht irgendwas sein, was sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiter perpetuieren kann. Ja. Sondern ich glaube, dass da durchaus die Chance zumindest groß ist. Ich stelle mich also darauf ein mit meinem Depot, dass da in den nächsten 1 bis 2 Jahren mit etwas zu erwarten ist. Durchaus auch möglich, dass das schon Ende diesen Herbstes, in diesem Winter losgehen könnte. Aber bei dem Zeitlichen bin ich eben recht vorsichtig. Da bin ich in der Vergangenheit auch schon öfter falsch gelegen. Ja. Also meistens haben sich die Sachen dann bewahrheitet, aber oft zu einem Zeitpunkt, der erst deutlich später war, als ich mir das eigentlich gedacht habe.
Wie gehe ich jetzt konkret vor? Ja? Und wie immer, das sind keine Empfehlungen. Hier besonders wichtig, das ist das, was ich mache, wie ich mich aufstelle, wie ich drüber nachdenke. Es ist dann jeder selber dafür verantwortlich, was er tut. Also nehmt dieses Video bitte als zusätzliche Information. Schaut euch vielleicht auch Informationsquellen von Leuten an, die genau das Gegenteil von dem empfehlen, was ich mache. Ja? Und findet dann euren persönlichen Weg. Aber nach meiner Erfahrung, und ich habe halt schon auch viele Freunde und Bekannte, die ich seit Jahren finanziell berate, ist einmal die einfachste Strategie, die aufgehen wird, wo man nicht viel falsch machen kann, und die ist echt gut. Wenn ich zum Beispiel monatlich 250 Euro sparen kann, investiere ich alle 2 Monate 500 Euro in Aktien. Wenn im Depot dann immer wieder Dividenden dazukommen, kann ich vielleicht auch mal 550 oder 600 Euro alle 2 Monate investieren. Wenn ich nur 150 Euro im Monat spare, dann kaufe ich alle 3 Monate Aktien im Wert von 450 Euro. Ja. Aber dieses langsame, kontinuierliche, und ich sehe ja auch bei vielen Freunden und Bekannten, die ich jetzt schon, mit denen ich seit vielen Jahren über Geld spreche, ja, wo wir also konkret unser Know-how bündeln und sagen, wie ist das bei dir gelaufen, wie ist es bei mir gelaufen. Also Leute, die kontinuierlich seit vielen Jahren angespart haben, eben genau, jedes Monat kann ich 250 Euro auf die Seite legen, also kaufe, investiere ich alle 2 Monate in eine Aktie und schaue, dass ich das möglichst breit streue. Das ist in der Vergangenheit gut gegangen, und ich bin der Überzeugung, dass das auch in Zukunft aus langer Sicht gut gehen wird. In einer Krise kann so ein Aktiendepot natürlich auch einmal 20-30% in einem Jahr verlieren, aber wenn ich einen langfristigen Zeithorizont habe, dann wird das aufgehen. Ich sage ohnehin öfter dazu, Geld, das ich sicher in einem Jahr brauche, weil ich eine Immobilie abzuzahlen habe oder so, ja, und einen endfälligen Kredit, das gehört nicht in Aktien investiert meiner Ansicht nach, ja, sondern am Aktienmarkt investiere ich Geld, das ich sehr langfristig ansparen mag, also für die allermeisten Geld, das ich für den Ruhestand planen mag. Ja. Aber diese Strategie, die quasi die Schönheit hat, dass ich nicht wissen muss, was kommt. Ja. Ich investiere kontinuierlich über alle Krisen gleichmäßig hinweg. Ja. Ich brauche also nicht in der Lage sein, den Markt einzuschätzen. Das ist immer eine sehr gute Ausgangsposition, wenn man selber sagt, okay, mein Wissen ist begrenzt. Ja. Ich wähle eine Strategie, die quasi keine Markteinschätzung erfordert. Und wenn ich dann über lange Zeiten hinweg durchinvestiere, das wäre die Strategie, wenn man sich nicht sicher ist, dann würde ich das ins Auge fassen, die in der Vergangenheit funktioniert hätte. Ganz wichtig hier, weil dann kommt dann immer das Kommentar, und ich verstehe es natürlich auch, ist immer gut gemeint, ja, das setze ich dann mit einem ETF um. Nein, explizit nicht. Ja. Ich rede hier von Investieren in Einzelaktien in einem gut gewichteten Portfolio und nicht von einem ETF. Ein ETF ist ein komplexes Finanzprodukt, das im Kleingedruckten Risiken hat, die Einzelaktien nicht haben. Ich habe dazu 50-minütige Videos gemacht, wo ich das genauer erläutere. Aber das ist natürlich die Kerbe, wo die ETF-Industrie, mit ETFs verdienen Leute Milliarden, ja. Dementsprechend werden die positiven Seiten von ETFs, die natürlich da sind, ja, in den Himmel gelobt. Über die Risiken spricht kaum jemand, ja. Auf dem Kanal findet ihr solche Videos eben. Aber ich spreche hier wirklich von einem langfristigen, sukzessiven Aufbau eines Aktiendepots in Einzelaktien. Ja. Das wäre also quasi so eine Strategie, wo ich nicht einschätzen muss, ob eine Euro-Krise kommt, wann sie kommt, ja, und es wird funktionieren, auch wenn die Krise kommt. Ja. Das kann man also zum Beispiel dieses langfristige Ansparen, kann man sich anschauen, wie hätte das auch funktioniert, wenn ich zum Beispiel 2006 begonnen hätte, also vor der letzten Finanzkrise und dann Euro-Krise und dann mit den guten Jahren, und das hätte sich auf viele Jahre gesehen sehr gut entwickelt, auch wenn man 2009 zum Beispiel man wahrscheinlich ordentlich im Minus gewesen wäre mit dieser Strategie. Ja. Jetzt kamen eben einige Fragen, und ich glaube, dass das meine Zuschauer interessiert, wenn ich das jetzt sportlicher angehen will, wenn ich glaube, ich kann zumindest in groben Zügen, also ich wäre da wirklich sehr vorsichtig, wenn man zu glauben, ich weiß ganz genau, was passieren wird. Ja. Das ist meistens die Prämisse, wo man dann am Aktienmarkt Geld verdient. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, ich glaube, in groben Zügen vorwegnehmen zu können, was passieren könnte, und ich stelle mich mit einer Cash-Position darauf ein, dann kann das meiner Meinung nach eine ganz gute Idee sein, beziehungsweise das ist auch das, was ich aktuell mache. Die erste Frage ist einmal, wie hoch ist meine Cash-Position? Ich würde also niemals, egal wie die Situation ausschaut, ich persönlich nochmal keine konkrete Empfehlung, ja, sondern das, was ich mache, ich würde niemals 100% in Cash gehen, ja, weil das würde voraussetzen,
Ich kann wirklich ganz genau voraussehen, dass zum Beispiel die nächste Währungskrise Ende diesen Jahres beginnt und im Frühling voll eskalieren wird. Ja, da brauche ich eine Kristallkugel, die habe ich nicht. Ja. Nachdem ich also eingangs erklärt habe, warum so eine langfristige Strategie, ja, wo ich quasi ständig all-in ist, über viele Jahre hinweg, durchaus in der Vergangenheit immer gut gegangen wäre und ich glaube, dass das in Zukunft auch gut gehen wird, ja, schaue ich also, dass ich einen relativ großen Posten meines Geldes immer im Aktienmarkt investiert habe. Ich persönlich halte also Quoten von 70-80% für eine gute Idee. Ja. Die sind dann quasi mit dieser Strategie angelegt, ja, wo ich niemals weiß, wissen muss, was als nächster passiert, weil ich lasse einfach alles im Markt drin und ganz konkret mache ich das auch, bei mir sind das gut 50%. Ja. Darüber hinaus, also je höher ich diese Cashquote baue, desto spekulativer wird das Ganze. Spekulativ kann immer in beide Richtungen gehen, das heißt, ich kann dann wesentlich besser abschneiden als der Markt, ja. Muss man aber immer vor Augen halten, ich kann dann auch wesentlich schlechter abschneiden, wenn ich die Strategie falsch wähle. Ja. Ich würde also hier sagen, wenn man drüber nachdenkt und man ist sich nicht sicher, dann lasst man vielleicht 90% permanent im Markt drin, ja, und versucht mit 10% ein Timing. Ja. Wenn man halt, also ich habe jetzt mittlerweile an die 20 Jahre Erfahrung, habe schon die eine oder andere Krise am Aktienmarkt erlebt, wenn man glaubt, etwas mehr Erfahrung zu haben und die Sachen gut einschätzen zu können und dann aber auch in der Krise keine kalten Füße zu kriegen. Und dann, wenn alle Zeitungen schreiben, die Welt geht unter, genau dann zu kaufen, also wenn man sich das zutraut, dann kann man die Cashquote etwas höher legen. Wobei hier auch gleich die Frage ist, wie halte ich das Cash? Ja? Weil Cash momentan, also wenn ich jetzt wirklich in ein Bargeld, an Sichteinlagen, am Brokerkonto denke, dann ist das Geld dort im Normalfall kaum verzinst. Also mittlerweile kriege ich wieder Zinsen, aber die sind im Verhältnis vor allem zur realen Inflation, die 1-2% höher sein dürfte als die offiziell publizierte. Auch dazu gibt es lange Videos auf dem Kanal, wo man hier bei der Berechnung ein bisschen trickst. Aber das heißt, wenn ich momentan Cash halte, dann drohe ich also mal 7%, 8% an Kaufkraft pro Jahr zu verlieren. Und das ist genau die erste Krux, weil wenn ich das richtig einschätze, und ich glaube, das tue ich jetzt gar nicht, ja, aber wenn ich glaube, einschätzen zu können, die nächste Euro-Krise kommt innerhalb der nächsten 6 Monate, dann ist dieser Wertverlust von 7% pro Jahr hinnehmbar. Wenn es dann aber doch 2 Jahre dauert, dann sind das allein 15% an Kaufkraft, die ich durch das Halten von Barmittel oder am Brokerkonto des Geldbetrages verloren habe. Ich persönlich bin da übergegangen und ich halte das in Gold. Ja. Gold ist also ein denkbar einfaches Produkt, eine Goldmünze, da gibt es nicht sehr viel zu verstehen. Das ist liquide, hat sich auch in der Vergangenheit bewährt. Ich werde im letzten Teil dann noch zeigen, wie das bei mir in der Vergangenheit aufgegangen ist, mit so einer Cash-Position, in dem Fall aber in Gold zu halten. Gold hat für mich den Vorteil, dass es meiner Meinung nach langfristig mit der Inflation mitsteigt. Ich habe da gerade ein Interview gelesen in den letzten Tagen von jemandem, der sich ausgerechnet hat, was hätte das erste iPhone zur Marktpräsentation in Gold gekostet und ich glaube, er kam darauf, das habe ich jetzt vergessen, die genauen Zahlen, aber auf 0,75 Unzen oder auf 0,9 Unzen, glaube ich. Ja. Was kostet das aktuelle iPhone, das aber gar nicht so die tollen Kritiken hätte, dass man es jetzt unbedingt kaufen müsste, aber was würde das jetzt gerade in Gold kosten und da sind es, glaube ich, nur mehr 0,75 Unzen. Ja. Das heißt, in iPhones gerechnet über die letzten, ich weiß nicht, wann das erste iPhone rauskommt, ja, aber es dürfte jetzt schon 15 Jahre her sein, hätte Gold die Kaufkraft bewahrt. Auch wenn man sich die Gold-Performance langfristig anschaut, seit der Euro-Einführung, dann hat es die Kaufkraft trotz Verlust in der Kaufkraft des Euros erhalten. Deswegen setze ich aber auf Gold. Das Risiko, das mir hier bewusst ist, es kann natürlich in einer Marktpanik, auf die ich mit Cash setze, ja, natürlich auch sein, dass auf einmal alle liquiden Mittel, also auch Gold, verlieren. Ja. Wenn dann alle die Goldreserven haben, gleichzeitig umschichten wollen und jetzt ihre Goldreserven nutzen oder auch Margin Calls, die im Markt sind mit von Leuten, die dann ihre Reserven auflösen müssen, also wo Leute dann Aktien auf Kredit gekauft haben, das kommt vor. Ich mache es nicht, aber am Markt kommt es vor und wenn dann die Banken mehr Sicherheiten haben wollen, weil
das Eigenkapital, das die Aktien verkörpern, weniger wert wird, dann kann das also sein, dass gerade in einer akuten Krise auch Gold fällt. Ja, also es gibt keine Strategie, die perfekt wäre, wo es keine Risiken gibt. Deswegen, das ist ein Risiko bei meiner Strategie. Wenn ich jetzt Cash in Gold habe, da sichere ich mich langfristig gegen die Inflation ab, meiner Meinung nach. Auch da gibt es keine Garantie, dass das aufgeht, aber ich denke, es wird aufgehen. Ich habe aber sehr wohl das Problem, dass in einer Panik auch mal Gold nicht sich kontrazyklisch verhalten kann, sondern gemeinsam mit Aktien runtergehen kann. Ja, ich mag aber allerdings in der momentanen Situation mit einer möglichen Währungskrise keine großen Cash-Reserven halten. Ja. Deswegen bei mir in Gold. Eine dritte Möglichkeit, die sich momentan auch noch anbietet und die auch einige Leute umsetzen, und das ist durchaus intelligent, ist kurzlaufende Staatsanleihen. Also die Story dahinter ist kurz und klar. Ich kriege also für kurzlaufende US-Staatsanleihen oder italienische Staatsanleihen, also gerade die Länder, wo ich Probleme erwarte, die zahlen auch die höchsten Zinsen, ja, was für mich auch wieder ein Indikator dafür ist, dass meine Befürchtung vielleicht nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, wenn ich diesen Ländern kurzfristig Geld borge, weil langfristig ist das natürlich ein Risiko, aber Staatsanleihen, die zum Beispiel nur mal 6 Monate lang laufen, und ich kriege 5% Zinsen. Wenn sich dann beim Zins rasch was tut, dann verändert das den Wert von so kurz laufenden Staatsanleihen in der Vergangenheit eher wenig. Das heißt, das ist eine sehr liquide Möglichkeit, Geld anzulegen, wo ich aber trotzdem durchaus 5% Zinsen bekommen kann, wo ich also die Inflation nicht ganz ausgleiche. Auch dabei verliere ich Kaufkraft, aber der Kaufkraftverlust, wenn ich jetzt zum Beispiel von 8% Inflation ausgehe, ist dann schon nur mehr 3% und nicht mehr 7% pro Jahr. Das ist also durchaus eine Strategie, die man machen kann. Ich persönlich mache sie nicht, weil ich eben glaube, dass wenn diese Krise so in etwa kommt, wie ich sie skizziere, es kann auch immer von wo ganz anders kommen, aber dann stehen genau diese Papiere im Zentrum des Fokus. Und da haben vergangene Finanzkrisen gelehrt, dass wenn etwas eskaliert, sich oft Sachen, die sehr lange funktioniert haben, also dass diese kurzlaufenden liquide sind und kaum im Wert schwanken, dass sich solche Dogmen oder Annahmen, die ja durchaus plausibel sind, weil das in der Vergangenheit immer gestimmt haben, aber auf einmal als nicht mehr tauglich in der akuten Krise herausstellen. Ja, deswegen ist das für mich persönlich auch nicht die Lösung, sondern ich setze hier eben auf Gold. Gold gibt es das gewisse Risiko, dass es genau dann, wenn ich es bräuchte, auch im Wert verliert, aber es gibt sonst so gut wie kein anderes Risiko. Ja, also wenn ich bei einer Bank, die Dienstleistung anbietet, 3 Goldbarren kaufe und die Bank verwahrt die für mich sicher im Safe und ich bin auch Eigentümer dieser Barren. Ja? Also es ist kein komplexes Finanzprodukt, sondern ich bezahle die Bank dafür, dass sie genau die Goldbarren für mich bewahrt. So mache ich das. Ja? Dann habe ich da so gut wie kein Risiko dabei. Das ist Sondervermögen. Selbst wenn die Bank in der Krise pleite geht, dann ist es vielleicht chaotisch und es gibt die gewisse Chance, dass ich da eine gewisse Zeit lang nicht rankomme. Aber es ist Vermögen, das ist dort im Buch festgehalten mit einer genauen Nummer, die am Goldband drauf ist und mit dem Eintrag, dass ich Eigentümer bin. Ja. Also selbst im Konkursfall der Bank wird im Laufe der Abwicklung ich da wieder rankommen. Also das ist für mich die risikoärmste Art, um Cash zu halten. Wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile. Es gibt da nicht die ideale Lösung. Ja. Wer also vor allem glaubt, kurzfristiges Timing zu können und wirklich nur sehr kurzfristig Cash zu halten, der ist vielleicht wirklich mit Cash am besten dran. Und auch diese Strategie, kurzlaufende Staatsanleihen zu nehmen und die immer wieder zu erneuern, ist eine, die Hand und Fuß hat. Ja, das ist was meiner Meinung nach gescheit ist, auch wenn es ich persönlich nicht mache. Und noch einmal hier, alles das sind jetzt keine konkreten Empfehlungen, sondern Gedankenanregungen, wie man sich auf so eine mögliche Staatsschuldenkrise finanziell vorbereiten kann. Aber nochmal, weil es mir wichtig ist, demütig davon ausgehen, dass man vieles nicht weiß. Ja. Und wenn man langfristig anlegt, also wenn man jetzt in meinem Alter ist oder etwas jünger oder etwas älter und man spart für den Ruhestand an, was ich also im hohen Maße tue, das ist eine der Hauptaufgaben, die diese Veranlagung bei mir macht, dass es mir zukünftig genauso gut gehen wird wie heute, auch wenn ich in der Pension ein deutlich geringeres Einkommen habe. Mein Glauben im staatliches Pensionssystem geht gegen null.
Ich habe also dann noch viele, viele Jahre oder noch 2 Jahrzehnte Zeit, bis ich quasi in der Liquiditätsphase bin, wenn ich das Geld brauchen werde. Und da kann ich einmal einen großen Teil ja einfach immer im Markt drin lassen. Ja. Übrigens, das ist halt auch einer der Gründe, das führt dann hier jetzt zu weit, ja. Aber warum ich immer wieder sage, also ich persönlich halte momentan keine Banken- oder Versicherungsaktien, weil die eben auch ganz stark an den Staatsanleihen hängen. Ja. Ich bin gar nicht der Meinung, dass so eine Euro-Krise für Banken schlecht sein muss. Ja. Sie kann sogar gut sein, sie kann aber auch schlecht, katastrophal schlecht sein. Beides ist möglich. Ja. Ich weiß dann nur im Detail, was ich nicht einschätzen kann. Und wenn ich also zusätzlich noch bei der Aktienauswahl schaue, dass ein relativ großer Teil meiner Ersparnisse zum Beispiel in Konsumgüterproduzenten liegen, also Nestle, Unilever, Pepsi Cola, und ein anderer großer Teil, da sehe ich schon seit langem Chancen, eigentlich schon seit 2016, und seither haben sich die gut entwickelt, machen also auch einen großen Teil aus in den Öl- und Gasförderern, Equinor, Shell, Total, ja, dann brauche ich mir in so einer Krise meiner Meinung nach keine großen Sorgen machen. Ich muss zwar, darauf muss ich mich psychologisch einstellen, dass mein Depot, das eben nicht so klein ist, das also wirklich den größten Vermögensgegenstand ausmacht, dass das auch in so einer Krise mal um 30% in einer Marktpanik fallen kann. Aber mit solchen Firmen, wo ich sicher bin, die stellen Produkte her, die man auch nach der Krise noch brauchen wird, brauche ich mal, wenn ich langfristig orientiert bin, keine großen Sorgen machen. Ja. Und eben darüber hinaus versuche ich es aber ein bisschen sportlicher zu machen. Es macht auch Spaß, ja, da etwas mehr rausholen zu wollen. Und halte eben einen Teil in Cash, um dann eben genau in der Krise zu investieren. Wobei ich jetzt auch noch dazu sage, also das Gold, das ich habe, ja, die ideale Cashquote ist dann nicht null. Also dauerhaft sollte natürlich alles am Aktienmarkt sein, wenn man dort die höchsten Renditen bringt und mit Bargeld eben nur Verluste macht. Ja. Das dient also nur zur sicheren als sicheres Wertaufbewahrungsmittel. Wenn ich glaube, dass die Kurse bald runtergehen, dann kann das Sinn machen. Ich hätte also nie vor, eine Goldquote von null zu fahren. In einer idealen Welt, ohne Krisen vielleicht schon. Ja. Aber die Goldquote, die ich habe, quasi, also ich würde da gerne in der nächsten Krise einiges investieren und in Aktien umschichten, aber die ideale Goldquote wäre nachher nicht 0, sondern 10 oder 20%. Ja. Gold ist also sozusagen die sicherste Wertanlage überhaupt, die sich, glaube ich, seit 5000 Jahren bewahrheitet hat. Ja. Also es wäre gar nicht das Ziel, jetzt 100% umzuschichten, sondern es kann immer irgendwie das Katastrophenszenario kommen, von dem ich aber nicht ausgehe. Ja. Also auf dem Kanal gibt es keine Dystopien oder es bricht alles zusammen, sondern wir haben ein fragiles Finanzsystem. Ich glaube, dass mit einer Krise zu rechnen ist, aber ich stelle mir die Krise eher so vor, wie das aktuell in der Türkei oder in Argentinien abläuft. Ja. Also nicht ein Zurück in die Steinzeit, ja. Also wird nicht passieren, meiner Meinung nach, ja. Aber sozusagen ein gewisses Restrisiko gibt es dann doch immer, das heißt also ein paar Goldmünzen oder ein paar Goldbarren im Eigentum sind, glaube ich, für den Katastrophenfall nicht schlecht. Ja. Aber das ist nicht das, wovon ich ausgehe. Also meine Prognose, also das, wo ich mich absichern mag, ja, wo ich glaube auch, dass man Chancen nutzen kann und dann auch persönlich aus der Krise gut rauskommt, ist eben so ein Bild, wie Argentinien zum Beispiel in den letzten 10, 15 Jahren mehrmals abgegeben hat, dass die Währung immens im Kaufkraft verliert. Argentinien hat gerade eine Inflationsrate von 125%. Man kann in Argentinien aktuell trotzdem gut leben. Ja. Es gibt aber auch viele Leute, die dort nicht mehr gut leben können, weil sie halt sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt haben oder sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben. Aber nochmal nur zur Abgrenzung, ich erwarte hier also keinen Zusammenbruch. Ja. Es gibt kein Zigarettendepot in meinem Keller, weil ich mir nachher wieder wie in der Nachkriegszeit Zigaretten gegen Kleidungsstücke tauscht. Das ist nicht das Szenario, von dem ich ausgehe. Ich gehe aber sehr wohl von einem chaotischeren Währungsszenario auf, allerdings unter einem hohen Maß an Stabilität. Ja. Ich glaube also, dass zum Beispiel meine Kreditkarte, die auf ein Schweizer Frankenkonto geht, in so einer Währungskrise über die Krise hinweg immer funktionieren wird. Ich gehe also nicht von einem totalen Zusammenbruchszenario. Ja, habe ich jetzt eh lang genug gesagt, wollte ich nur machen, weil es gibt ab und zu so Kanäle, wo ich auch manchmal Links kriege, was haltest du davon, von demnächst geht die Welt unter, glaube ich, also alles nicht. Ja. Allerdings
halt eine neue schwere Eurokrise, wie wir sie zumindest die in meiner Generation vor 15 Jahren schon mal erlebt haben. Sowas halte ich durchaus für möglich. Darum geht es jetzt auch. Ja. Und ich möchte jetzt noch zwei Anekdoten bringen, quasi wie bei mir, dass mit dem Cash halten funktioniert hat. Weil eben, wo man viel falsch machen kann mit Cash halten, ist, es muss dann auch wirklich mit den Kursen runtergehen. Es wäre auch zum Beispiel möglich, dass die Zinssätze für italienische Staatsanleihen gehen auf 5,5, 6% drauf. Das war das, wo die letzte Eurokrise eskaliert ist, ja, und die Notenbank intervenieren hat müssen. Wir sind aktuell schon auf 4,8%, nachdem wir vor 18 Monaten bei 1,5% waren. So, das sind die Größenordnungen. Also da sehe ich, dass sich schon einiges getan hat. Ja. Und die EU sagt, ja, es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Ja. Die Frau Draghi, die Frau Lagarde spricht dieselben Worte wie der Herr Draghi damals: Whatever it takes, wir kaufen quasi unbegrenzt Staatsanleihen an, um den Euro zu retten. Wahrscheinlich macht man aktuell ein Paket um 400 Milliarden. 2 Tage später reicht das vielleicht nicht mehr oder 2 Wochen später und man verdoppelt auf 800 Milliarden. Es wäre also sozusagen eine relativ geordnete Eskalation der Eurokrise einmal möglich. Dann wird Folgendes passieren. Meiner Ansicht nach, und das ist jetzt schon sehr spekulativ, also so genaue Szenarien, es kommt dann immer anders, als man das glaubt, ja, aber dann würde in etwa Folgendes passieren können, dass der Euro rasch an Wert verliert, weil klar ist, die EZB pumpt wieder Milliarden innerhalb von einer Woche in den Markt. Das führt dazu, wie nach der Corona-Krise, als man schon mal solche Summen investiert hat, dass eben das Geld an Kaufkraft verliert, wenn viel mehr Geld im Markt ist. Aber nicht mehr Güter, dann werden die Güter teurer, das ist so einfach. Dann könnten aber die Aktien geordnet in die Höhe gehen. Ja? Das ist ja auch der Grund, warum ich in Sachwerte investiert bin, also in Aktien und Gold. Ja? Weil wenn der Euro großartig seinen Wert verliert und es bleibt relativ stabil, dann wird man sagen, okay, wie kann man seine Ersparnisse über eine Krise bringen, vor allem wenn Leute dann noch immer nominal verzinste Lebensversicherungen oder Sparbücher haben, dann werden auch nochmal Leute draufkommen, dass das keinen Sinn mehr macht. Und wenn die dann in Aktien umschichten, weil eben zum Beispiel Aktien der Firma Nestle auch in 10 Jahren noch ein Anteil an einer Firma ist, die gute Waren herstellt, die Leute gern kaufen, dann könnte es also zum Beispiel sein, dass die Kurse überhaupt nicht runtergehen, sondern im Gegensatz abheben. Ja. Das gegenteilige Szenario ist, man kann sich dann nicht ordentlich einigen, agiert nicht schnell und gut, ja, und fängt an zum Streiten innerhalb der Eurozone. Die Eurozone droht zu zerbrechen. Ja. Das wäre der Punkt, wo Aktien vermutlich auch ganz deutlich in Kurs verlieren könnten. Dafür halte ich auch Cash. Dafür ist eine gute Idee. Da waren aber schon ziemlich viel Wenns dabei. Ja. Also erstens muss das von mir prognostizierte Szenario mit einer Rückkehr der Eurokrise eintreffen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich noch relativ hoch. Da muss es aber unkoordiniert passieren. Das ist schon mal, damit die Kurse runtergehen. Es könnte also sein, dass dann die Kurse auch raufgehen. Und wenn ich dann eine zu hohe Cashquote habe, dann war die Strategie also nicht erfolgreich. Deswegen, ihr merkt es ja schon, ich mache es selber, ja. Aber das ist eine Strategie, wo man relativ viel falsch machen kann, wenn man mit der Cashflow-Quote falsch agiert. Wenn man im Markt all-in ist und auf stabile große Aktien setzt und das Ganze ist langfristig angelegt, wird es meiner Meinung nach aufgehen, auch wenn ich kurzfristig Kursverluste habe. Aber mit der Cashflow-Quote kann ich schon einiges falsch machen. Es könnte also der Punkt kommen, sozusagen die Euro-Rettung kommt und die Kurse gehen nach oben weg wie eine Rakete. Das ist auch durchaus möglich. Ja? Das heißt, ich versuche meine Prognosen auch relativ einfach zu halten. Ich glaube also, da kommt etwas, das glaube ich an Zinssätzen, an, wenn ich mir einfach staatliche Einnahmen, Ausgaben aktuell anschaue, wie hoch ist das Defizit real, vor allem wenn ich es vergleiche mit 2019. Das Defizit ist höher, die Zinsen sind schon höher, das heißt die Zinskosten für die Staaten steigen stark an, massiv. Ja. Gleichzeitig werden die Aufgaben für einen Sozialstaat eigentlich höher, auch durch die Migration. Ja. Also, dass hier irgendwo einmal ein Punkt kommt, wo das nicht mehr zusammengeht, das ist für mich sehr wahrscheinlich. Ja. Was dann aber genau passiert, ich habe jetzt versucht zu sagen, es könnte dann sogar sein, dass durch das Intervenieren der EZB die Kurse der Aktien nach oben weggehen. Ja. Es könnte aber auch sein, dass dann Panik ausbricht. Ja. Und wenn diese Panik ausbricht und ich Cash habe, dann ist es natürlich gut. Es gibt bei mir sogar noch so ein kleines Anlegertrauma da, was man jetzt auch nicht überbewerten darf, aber aus 2008. Damals war ich
in der angenehmen Situation, dass ich mich beruflich gerade etabliert habe. Gerade ab 2006 habe ich überhaupt begonnen, an der Börse anzulegen. Das war also die Zeit, wo ich eine ordentliche Gehaltserhöhung nach dem Berufseinstieg bekommen habe und wo also dann das erste Mal in meinem Leben als noch recht junger Mann jedes Monat einige hundert Euro übergeblieben sind. Da habe ich also begonnen, 2006 zu investieren, und 2008/2009 habe ich also mitbekommen, dass das jetzt eine super Zeit wäre, um Aktien zu kaufen, mitten in der Finanzkrise, ja. Und habe auch damals sogar geschaut, sehr sparsam zu leben, um jedes Monat möglichst viel in Aktien investieren zu können. Im Nachhinein ist das auch super aufgegangen. Das, was ich damals gekauft habe, habe ich oft nachher 10 Jahre später ein Plus von 500-600% gehabt. Ja. Aber ich hatte damals sozusagen kein Geld, um nachzulegen. Ich wollte mir damals keinen Kredit aufnehmen. Das habe ich dann 2011 auch getan. Führt jetzt weiter, aber quasi mitten in der Finanzkrise 2009 war es eine super Situation, Aktien zu kaufen, und ich hatte halt genau jedes Monat Cash für was mir am Monatsende übergeblieben ist, 500, 600, 700 Euro, um einen Zukauf zu machen. Da war man sehr wohl bewusst, dass das jetzt die Situation wäre. Wenn man Cash hätte, dann könnte man jetzt reich werden. Das hatte ich aber damals nicht. Ja. Deswegen möchte ich also in Zukunft schauen, dass man das nicht noch einmal passiert. Also damals ist es das, was ich investiert habe, ist super aufgegangen, aber es war halt auf einer gewissen Größenordnung. Ja. Was ich also damals auch richtig gemacht habe, ja, ich habe damals, obwohl mein Depot Monat für Monat weniger wert geworden ist, ja, gerade in der Krise zugekauft. Das habe ich also schon gelernt, das war das richtige Verhalten, hier nüchtern drüber stehen über dem Ganzen, ja, zu sagen, die Welt geht nicht unter, ja. Ich nutze das, wenn alle sagen, die da eben jetzt muss man verkaufen, dann sind das Zeiten, wo man günstig kaufen kann. Aber ich hatte damals eben, was mir heute noch sehr leid tut, keine größeren Mittel zur Verfügung. Ja. Heute habe ich sie, deswegen halte ich eben etwas Cash oder eben in Gold, wie ich es vorher ausgedrückt habe. Ich habe aber auch einen Kommentar bekommen zu einem der letzten Videos. Ja, diese Risiken im Finanzsystem gibt. Ich halte jetzt aber seit 2008 Gold, ja, und was mache ich jetzt quasi damit, so ungefähr war das Kommentar. Also ich meine, erstens mal, ich glaube, wenn man 2008 in Gold angelegt hätte, dann steht man jetzt eben mit 100% plus da oder so. Also es ist ja mal nicht schlecht gelaufen, Gratulation somit. Aber Gold ist für mich eben klar kein Selbstzweck, gell. Ich habe meine Goldposition also begonnen, glaube ich, so 2015, 16, 17, 18 aufzubauen. Das war so die Zeit, wo ich gesagt habe, die letzte Finanzkrise ist schon wieder ein paar Jahre her. Die Leute werden immer leichter, eine neue Krise wird es nicht mehr geben, wie damals auch die Notenbankchefs ab und zu gemeint haben. Ja, das ist der Grund, warum ich mich vielleicht trotzdem vorbereite und mal ein paar Gewinne mitnehme und in Gold umschichte. Und was ich dann richtig gemacht habe, ist während der Corona-Hysterie, da konnte man also, wenn man 2 und 2 zusammen zählt, sehr schnell feststellen, dass Corona kein Killer-Virus ist, sondern halt eine Krankheit, die für gewisse Leute in der Risikogruppe gefährlich ist, aber dass die Welt nicht untergehen wird, und habe eben damals März, April, Mai, Februar schon 2020 einiges an Gold umgetauscht und in Aktien angelegt. Ich war dann auch sehr froh, dass ich das Gold von einer Bank verwalten ließ, weil damals war ja mit Lockdown und Geschäftsschließungen gar nicht so klar. War eine Situation, die ich natürlich nicht vorausgesehen habe, aber ob physisches Gold wirklich so leicht gerade umwechselbar ist mit dieser Bankkonstruktion, hat das super funktioniert. Ich konnte also online der Bank den Auftrag geben, bitte verkaufe einen meiner 100 Goldbarren, den ihr liegen habt, und das Geld dann in Aktien eintauschen. Ja. Allerdings auch da sieht man sozusagen, wie schwierig es ist, da genau alles richtig zu machen. Ich hätte mir also gedacht, ja, dass die Lockdowns eben einen wirtschaftlichen Schaden verursachen, den sie auch haben, aber man hat das eben über Staatsgeld in einem Ausmaß, ja, wie ich das nie geglaubt hätte. Also während der 24 Monate Corona-Maßnahmen ist so viel Geld gedruckt worden im Eurosystem, wie seit Beginn des Eurosystems inklusive der Geschichte aller Vorgängerwährungen. Ja. Also von 1950 bis 2019 hat man ebenso viel Geld gedruckt in diesen 70 Jahren, ja, wie in 2 Jahren Corona-Maßnahmen. Also das hat meine Vorstellungen überstiegen. Dadurch sozusagen haben sich die Aktien dann auch sehr schnell erholt, weil diese Liquidität zumindest teilweise auch in den Aktienmarkt geflossen ist. Ich hätte aber, das war quasi die Einschätzung damals aus Sicht von
März, April. Ja, das Ganze ist ein Fehlalarm in dieser Drastik. Ja, es gibt ein Problem mit Corona, aber es ist 100-mal drastischer dargestellt, als es in der Realität ist. Deswegen habe ich gekauft. Ich hätte aber gedacht, dass es 2-3 Jahre dauern wird, ja, bis sich die Kurse wiederholen. Und im Endeffekt waren sie im Juni, Juli 2020 dann schon einigermaßen hoch. Was auch heißt, dass die Finanzmärkte die Gefahrensituation eventuell viel besser eingeschätzt haben als die Mainstream-Medien, weil eben sehr schnell die Käuferseite wieder überhand gewonnen hat. Ja. Was mir aber damals gelungen ist, ist zu im Nachhinein sehr guten Einstiegskursen rund 15% des Goldes, das ich hatte, in Aktien umzutauschen. Also das, was ich gemacht habe, war richtig. Die Aktien, die ich damals gekauft habe, sind auch fast ausnahmslos gut gelaufen, haben sich in den folgenden 12 Monaten fast verdoppelt. Aber ich hätte gedacht, dass das viel länger dauert. Ich habe eben noch aus der Situation von 2009 gelernt, ja, quasi niemals ohne Cash zu sein. Es kann immer noch weiter runtergehen und dann möchte ich vielleicht nochmal nachkaufen. Ja. Und wenn ich dann nichts mehr habe, dann ist es dumm. Ja. Dann ist die Situation nicht angenehm. Deswegen habe ich also das Gold, das ich damals hatte und in Aktien einsetzen wollte, so ungefähr gedanklich in 18 bis 24 Häppchen, also für 1,5 bis 2 Jahre aufgeteilt und dann so langsam sukzessive investiert. Ja. Und im Juni, Juli war ich mir dann schon nicht mehr sicher, ob die Kurse nicht mittlerweile so stark gestiegen sind, dass diese traumhafte Phase aus Sicht des Aktienmarktes vorbei ist. Ja. Und das heißt, ich habe also nur ungefähr 15% von dem, was ich investieren wollte, zum super Zeitpunkt investiert. Also das, was ich investiert habe, ist aufgegangen. Ja. Aber das ist halt auch schwierig. Ja. Also wenn ich jetzt eine Cash-Position habe, das muss man sich jetzt schon, glaube ich, überlegen. Wenn man, also ich habe bei den Kommentaren so manchmal die Vermutung, die Welt ist so einfach. Ja. Dann halte ich doch jetzt einfach 30% Cash und wenn die Kurse ganz unten sind, genau dann kaufe ich. Ja. Das hört sich plausibel und gut an und wenn das jemand genauso schafft, Respekt, ja. Aber wenn die Kurse fallen, weiß ich halt nicht, wie tief sie fallen. Dann muss ich also schauen, wie schnell oder wie langsam löse ich mein Cash ein. Ja? Und wenn ich dann zum Beispiel Geld wirklich Cash, als Cash halte und ich investiere nur 15% und 85% bleiben mir über und dann sind die Kurse schon wieder hoch und dann kommt die Inflation, habe ich andere Probleme. Also ich wollte damit sagen, dass diese Strategie etwas ist, wo man wirklich sehr viel richtig machen muss, dass die aufgeht. Ich werde das versuchen. Und ich wünsche auch jedem gutes Glück, wenn er das macht. Ja. Man lernt auf jeden Fall viel dabei. Ja. Also gerade wenn man sehr jung ist und die Ersparnisse noch relativ gering sind, dann würde ich durchaus raten, da einiges an Risiko mitzunehmen. Je älter man wird, ja, und je mehr das Erwerbsleben schon hinter einem liegt, ja, und man eher so schauen sollte, die Ersparnisse gut über die Krise zu bringen, desto mehr sollte man in Richtung Sicherheit gehen, meiner Meinung nach. Aber eben mit diesem Cash-Vorhalten, so einfach, wie man sich es, glaube ich, in den Kommentaren vorstellt, ist es nicht. Ja. Trotzdem ist es meiner Ansicht nach keine schlechte Idee. Und weil mir das in dem Video jetzt gekommen ist, noch es kommen dann ab und zu Nachfragen. Ich werde dazu auch, wenn ich Zeit habe, das sind für mich die Nicht-Kernthemen, wo ich wirklich Zeit haben muss, aber ich möchte dazu auch nochmal was machen, was wusste man zu Beginn von Corona, weil mir geht das jetzt schon ziemlich auf die Nerven, wenn in den Mainstream-Medien Gebetsmühle gesagt wird, das wusste man ja alles nicht, dass das so nicht wirkt und so weiter, ja. Also für mich waren alle Zweifel beseitigt mit der Johannides-Studie, die ist Anfang Mai 2020 rausgekommen. Johannides, Stanford-Professor und meistzitierter Virologe vor Corona. Also ich habe dann überhaupt, war dann sehr kritisch, wie mir auf einmal lauter neue Gesichter präsentiert wurden. Und die Leute, die einen wirklichen Lebenslauf haben, sind alle gecancelt worden, ja. Johannides durfte also nie im österreichischen Fernsehen oder so sprechen oder in der Tagesschau wie Bill Gates, ja, sondern ist immer Schmuddelkind behandelt worden. Ja. Der hat aber Folgendes gemacht. Der hat sich im Mai 2020, das ist auch publiziert worden und so weiter, nach allen Regeln der Kunst, eine Metastudie gemacht über, glaube ich, 60 Studien, die am Anfangszeit der Corona-Zeit rausgekommen sind. Und er hat dann im Mai 2020 die Sterbequote bei Corona mit 0,025 angegeben, ja, woraus dann natürlich einige Leute, die sofort verurteilt wurden, geschlossen haben, wenn das Ganze eine Sterbequote hat, die in der Nähe von einer Grippe sind, dann sollte man vielleicht auch von einem Szenario ausgehen, wo man ähnliche Maßnahmen ergreift, ja, also medizinisches System
fördern, ja, hier möglichst viel Kapazitäten freimachen. 0,025 als Sterbequote bedeutet also einer von 400. Das waren damals die Ergebnisse, die Ioannidis im Mai 2020 brachte, wo also das Wissen seiner Zeit, 60 Einzelstudien, glaube ich, das ist jetzt aus dem Gedächtnis, die Anzahl weiß ich nicht mehr genau, kann man aber recherchieren, kann man googeln, findet man, ja. In einer großen Metastudie hat also das Wissen seiner Zeit im Mai 2020 genommen und kam eben darauf, dass bei Corona droht jeder 400. zu sterben. Und das hat natürlich nahezu gelegt, wenn einer von 400 stirbt, dass sich die Maßnahmen auf die schwächsten 20 von 400 konzentrieren, die sind im Normalfall im Spitälern oder im Pflegebereich zu finden. War natürlich, wie der, glaube ich, grüne Vizekanzler in Österreich gleich gesagt hat, na, da wäre so argumentiert, Nazis, Schwurbler und Rechtsextreme sind das, war halt der weiß zitierte Virologe vor Corona. Ich werde dazu nochmal ein bisschen mehr machen, weil mich das ärgert, aber sozusagen nur im Nachhinein, das ist für mich eine der wichtigen Sachen. Ja. Wenn man ein bisschen außerhalb des Ganzen steht, ich gehe ganz gerne am Berg rauf, ja, wenn ich mal meine Gedanken über Aktien mache oder im Wald, ja, und dann weniger Informationsquellen nimmt, die aber permanent vorhanden war, dann konnte man also schon, also ganz, ganz am Anfang nicht, ja, da war ich auch ziemlich verunsichert im Februar, im März, was da so auf uns zukommt, ja, aber man konnte dann schon relativ schnell 2 und 2 zusammenzählen und sagen, okay, die Welt wird nicht untergehen, wie es mittlerweile ja fast in deutschen Medien. Das ist übrigens was Deutsches, ja, das ist international nicht so. Ich war im Mai in Japan, dort macht man auch einiges zum Klimaschutz, dort spart man CO2 ein, aber diese Weltuntergangshysterie gibt dort nicht. Ja. Also, und das während einer Euro-Krise könnte das nochmal viel größer werden, ja. Also da, glaube ich, sollte man sich auch psychologisch jetzt schon darauf einstimmen, ja, wenn wirklich alle Mainstream-Medien und alle Politiker sagen, jetzt geht die Welt unter, jetzt braucht es unbedingt das und das, dass man einen kühlen Kopf bewahrt, sagt, okay, ich schaue mal an, was habe ich an verfügbaren Fakten, die ich wirklich für gut erachte, ja, dann schaut die Situation vielleicht viel besser aus und das ist dann auch wieder die richtige Zeit, um meiner Meinung nach am Aktienmarkt anzulegen, zumindest im Frühjahr 2020 hat das wirklich exzellent funktioniert, aber das muss man quasi auch mit beachten, wenn man eine Cashquote haltet, dann muss man bereit sein, gegen den Strom zu agieren, ja? Sonst braucht man diese Cashquote nicht, ja? Weil wenn die Aktien stark fallen, also ich meine jetzt wirklich 20% Verlust innerhalb von 2 Monaten, dann werden auch Finanzmedien schreiben, das ist der neue ultimative Crash. Es wird auch rationalere Berichte geben, die findet man aber dann auf Seite 17. Die Schlagzeilen werden vom Untergang des Finanzsystems dominiert sein und dann muss man das Rückgrat oder den Charakter haben, zu sagen, ich überlege mir das jetzt, ja, wir kriegen, glaube ich, im Eurosystem Probleme, ja, ich glaube, eine Euro-Krise kommt zurück, ja, aber es wird dann nicht der Weltuntergang sein. Ja. Und dann, wenn sozusagen die Depression im Markt am höchsten ist, dann versuche ich quantitativ die größten Zukäufe zu machen. Ja. Wenn man also glaubt, dass man das zum Beispiel nicht schafft, weil man sich von einer allgemeinen Stimmung zu stark also es ist wichtig, sich selbst einschätzen zu können. Wenn man glaubt, sich von einer allgemeinen Stimmung zu stark anstecken zu lassen, ja, und man hat es eigentlich nachher eh richtig gesehen, aber weil alle Freunde irgendwie was anderes tun, verkauft man jetzt auch, ja, dann sollte man also nicht überlegen, ob man eine Cashquote haltet und antizyklisch agiert, sondern dann sollte man, und das ist ja eine Stärke, ja, also wenn ich meine eigenen Schwächen kenne, in anderen Bereichen glaube ich, die zu kennen, alles kann ich natürlich nicht, und wenn ich sage, ich bin da eher so ein Wackelkandidat, dann ist es eine gute Idee, ein stabiles Portfolio zu haben, sich darüber keine Gedanken zu machen und sich einfach nur zu sagen, ich bleibe drin im Markt, ja, über die nächsten 20 Jahre, egal was passiert und das wird gut aufgehen. Ja. Aber quasi dieses antizyklische Agieren, das muss man also nicht nur in guten Phasen theoretisch können, sondern das muss man dann auch in schlechten Phasen praktisch umsetzen können. Und das sind meiner Meinung nach schon mal noch 2 verschiedene Paar Schuhe. Da sollte also jeder sich einfach selbstkritisch beobachten, beurteilen und sagen, kann ich das dann wirklich oder kann ich das nicht? Weil das sind die Leute, die leider am Aktienmarkt wirklich viel verlieren. Ja, da habe ich auch ein paar kennengelernt, die in den guten Phasen, wenn auch der Aktienmarkt wohlwollend in der Presse beschrieben wird, ja, Aktien sind jetzt schon so lange gut gelaufen, die dann voll beherzt zukaufen und dann, wenn sich die Stimmung dreht, ja, und natürlich die Kurse unten sind, dann ihr Aktiendepot wieder auflösen. Ja. So kann man leider relativ viel Geld an der Börse verlieren,
da sollte man sozusagen das eigene Mindset doch so weit bringen, dass einem das nicht passiert. So, ist eh wieder mal länger geworden, als ich das wollte. Ja. Ein wunderschönes Wochenende beginnt. Ich gehe jetzt bald mit meinem Hund raus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.